Ja, guten Morgen, liebe YouTube-Freunde. Was läuft da beim Bauerhausi? Heute Morgen will ich da ein paar Maschinen waschen, des Maschinenring Erzigen. Hier der Dammformer Baselier. Der wurde sehr wenig gebraucht, aber waschen muss ich ihn trotzdem. Waschen, schmieren, einölen und dann wieder wegstellen. Schnell in die Werkstatt stellen zum Trocknen, nachher wird die Maschine eingeölt. Ja, es ist ja eh schon wieder 9 Uhr. Und was macht da der Bauerhaus? Jawohl, ihr wisst es, der geht einen Kaffee trinken. So, jetzt wird die gereinigte Maschine mit Rostschutz eingenebelt. So, jetzt habe ich da die Maschine mit dem Rostschutz eingesprüht. So, gereinigte Maschine anhängen und gerade die nächste anhängen. Hier müssen zuerst die Schare gewechselt werden, dann waschen, schmieren und einölen. Jawohl. Ja, diese Maschine gibt ein bisschen mehr Arbeit. Und da verschiedene Schare zu wechseln, muss da alles gelöst werden, weggenommen. Und Ersatzteile muss ich auch noch schauen, dass ich die bekomme. Ja, liebe YouTube-Freunde, da die Althaus AG den Ersatzteildienst des Böttingers nicht mehr hat, muss ich jetzt das Material, das ich da demontiert habe, bestellen. Oder es ist schon bestellt, aber noch nicht gekommen. Ersatzteildienst ist neu, Sali AG in Knonau. Und wie gesagt, ich kann es nicht mehr direkt hier in Erzigen holen. Ich muss bestellen. Darum Teile abmontiert, Maschine waschen und wenn die neuen Schare kommen, dann halt erst montieren. Ja, so läuft's.
schön sauber. Jetzt wieder in die Werkstatt schmieren und einölen. Ja, da reinige ich auch noch gerade den Platz, wo die saubere Maschine hingestellt wird nachher. Der nächste Grupper kommt dran, ein alter Althaus-Kombi-Grupper. An dem habe ich die Werkzeuge im Verlaufe des Herbst gewendet oder gewechselt. Da ist noch alles gut, da muss ich nur waschen, schmieren. Wichtig ist, dass ich da das Dokumenten-Mäppli rausnehme, bevor ich wasche. Da ist alles aufgezeichnet, was gegruppert wurde. Jeder Bauer trägt sich da ein mit Datum, Name und wie viele Fläche er gegruppert hat. Und das gibt dann im Ende Dezember Rechnung, jedes Jahr. Hier das Heft des Kombigruppers und hier die Flächen des Böttinger Grupper. Ja, mit dem alten Kombigrupper habe ich schnell zusammengerechnet. 63 Hektar. Nicht schlecht. Und mit dem Böttinger Grupper, Kombigrupper, haben wir 80 Hektar gemacht. Das ist ein bisschen weniger. Wir haben auch schon 100 Hektar gegruppert mit dem Böttinger. Aber ja, es verschiebt sich manchmal, wird weniger gegruppert, mehr gepflügt. Und was ich gesehen habe mit dem alten Althaus-Kombigrupper, haben wir dafür mehr Fläche gemacht. Also 80 und 60, 140 Hektar mit zwei Maschinen, das sind echt gut. So, Maschine gewaschen, die lasse ich jetzt trocknen in der Werkstatt, ist halb vier und um halb vier nimmt der Bauerhaus nicht einen Kaffee, sondern einen Tee. Nachher noch schmieren und einölen und Abstellplatz reinigen, nach dem Tee. So, zweite Maschine gereinigt, eingeölt, abgestellt. Fertig. Und es ist jetzt fast halb sechs. Feierabend für Bauerhaus hier.